Die Armen. Sind wir jetzt gleich. Jetzt können wir plötzlich krass, gegen sie. Krass wäre natürlich auch, wenn wir die jetzt wirklich wieder nochmal erwischen würden mit dem Auto. Ah, der ist im Eingang. Im da ist ein Pickup. Da ist ein Pickup. Da hinten. Da sitzt einer hinter der Tür. Ist ja. Du hast ein Auto getroffen, sehr geil. Off. Getroffen. Down, down. Der, das Auto fährt weg. Hab's ja geil, da können wir hinfahren. Fahr hin, Marcel, fahr hin. Da ist einer drin, da ist einer drin. Ja? Die sind da drin. Jetzt leuchtet auf dem Dach, ja. Lass den erst. Der steht oben drauf. Ganz klar, warum geht's ja. Ah, ich seh ihn. Loot! Ja? Loot! Vielleicht ist es eine Falle, Falle vielleicht. Ja, nicht looten. Diesen Born Letter nur einmal einlösen? Ja. Das haben wir jetzt gemacht. Also, der verschwindet dann. Richtig, genau. Aber es gibt natürlich nicht nur einen One Letter. Kannst diesen One Letter kannst du 10-mal verwenden. Kannst du noch jedes Mal einlösen, aber in der Kiste, wenn du einen hast, kannst du halt nur einmal. Genau. Und es gibt ungefähr 30 verschiedene Kisten auf der ganzen Map verteilt. Und jedes Mal steht so eine Botschaft da. Ich habe die Kiste dort und dort versteckt. Oder Stefan, ich habe unseren Loot dort 2.0. Versteckt. 2.0. Okay. Ja. Fahr du mal bitte. Ich weiß nicht genau, wo du hin willst. Achso, ja, ich dachte I3 und einfach so ein paar Autos suchen oder so. Warte mal, ich habe. Okay, geht. Ja, gut, gut. Ich hatte einen Bug. Das Ladebildschirm, aber jetzt ist wieder. Alles gut. Auch behindert, dass ihr im Auto. Fahr mal ein bisschen in die Action rein, ne? Ja. Wenn du als Beifahrer nichts mehr machen kannst. Weil hier war nämlich vorhin ein Loot-Sack, ohne dass wir den. Hab ich gesehen, aber waren natürlich viele Zombies. War von irgendeinem Zombie. Denke auch. Ja, ja, schon. Aber hier links in der Straße, hier gesehen, lag einer. Und da sind wir nicht durchgefahren. Nee, nee, aber. Haltet mal Ausschau jetzt. Hier stehen bleiben. Ja, sorry. Komisch, wenn der Stefan 2.0 fährt, habe ich den Bug bis jetzt auch noch nicht. Guckt auf die Dächer. Ja. Und guckt auf zu Türen. Soll ich mal hier in die Garage? Ah, nee, oder? Jetzt haben wir die Polizeistation noch dabei. Ja, können wir gerne machen, ja. Tote Zombies? Strehung, oder? Ja. Wo sind tote Zombies? Am Boden gelegen. Echt? Hab ich nicht gesehen. Ja, also. Yeah. Jetzt habe ich den Bug auch. Links ist jetzt leider leer. Stefan nimmt. Ich würde sagen, zwei laufen rein, zwei fahren eine Runde weiter. Ich lauf rein. Draußen. Ich lauf raus. Rein mit Stefan. Was tut so, ne? Doch. Aufpassen. Hier ist das Polizeirevier oben, Stefan. Oh. Ein Zombie, ich dachte mir schon gerade, da läuft einer raus. Oh mein Gott. Da hinten, ja, es dampft was, aber das war nur. Weil die das hier rumfahren, ja, ne? Ja, ja. Hier ist bisher nichts drin, ich glaube, hier war vor kurzem mal. Ja, ja, hier ist doch nur sowas. Alles leer. Ja, okay, ja. Wir kommen wieder raus. Warte, Stefan, auf dem Dach, lass mal auf dem Dach rumgehen. Und dann ja, er kann auch ein Sniper. Kann natürlich sein, dass hier auf den Dächern auch einer rumläuft. Ne, hier ist was keiner. Wir kommen also wieder raus. Lockst du nochmal ein bisschen weg? Hä? Naja, die wangen hier immer rein, Stefan. Sag mal Bescheid, wenn ihr draußen seid. Ja, sehr schön. Alter. Du kommst als letzter und ich war vor dir auf. Da. Nein, warst du nicht. Oh. Kann. Bei mir war ein vor mir da, ohne Witz. Ich bin am Bluten, können wir mal ganz kurz anhalten? Aber ja. Nicht hier. Boah. Pass auf. Ja, nee, fahr. Musste erst Impact. Würde ja behaupten, dass hier links in den Häusern einer drin ist. Aber naja. Du kannst jetzt nur mal kurz anhalten. Ja. Geh mal kurz dran. Bin ready.
Nice. Du hast schon einige getötet heute. Ja, läuft doch gut. Der Server-Vibe ist. Ich will nochmal ein Auto suchen bei I3. Vielleicht begegnen uns ja ein paar Leute. Ja, komm mal. Da steht eine Tür offen von dem Schild. Wollen wir mal reingehen? Aber ich glaube, dass. Dass die gesprengt wurde und deswegen. Oh ne, tatsächlich. Vielleicht ist eine Falle, Landmine vielleicht drin. Hier ist auch ein Campfeuer, was hier steht. Ne, hier ist nur nichts drin. Okay. Die Zone liegt auf dem Tisch, ja. Habe ich mir direkt mal geschnappt, das war 3-8er. Jo. Ah, 308, okay. Ja, cool, cool. Das macht richtig Spaß gerade. Ja. Wenn wir mehrere sind, ist das auch immer ziemlich geil, ne? Ja, ist immer besser, also. Ja, dafür kommt mal wieder der Tag, wo wir dann erschossen werden. Das ja, genau. So. Ich versetze mich nur in die andere Seite. Ja. Wie wir zu zweit unterwegs sind und von 4 Leuten gekillt werden. Ja. Du hast halt einfach keine Chance. Also schon ein bisschen, ne? Wenn du OSPCT heißt. An der Garage kannst du nochmal halten, an dieser für Biofol. Gucken und laufen nochmal rein, oder? Ja. Oben links ist eine Base, seht ihr die? Ja. Ja. Ey, stimmt, zwei hoch, da waren wir doch mal bei dem Typen. Der hat jetzt eine richtig fette Base gebaut. Ja. Sollen wir mal gucken gehen, ob der vielleicht an manchen Stellen nur eine Base hoch hat? Eine Mauer. Ja. Aber das ist ein. Pass auf, da geht's da runter, ne? Ja. Nee, kann man fahren. Okay. Deckel, diese Deck Foundation ist nicht unraidable, wenn man dann um sie hochfahren kann am Tor. Ach so, stimmt. Ah, ja. Stefan kann ja das alles zeigen. Schräg rüber. Ich hatte das mit Stefan schon mal gemacht. Ach, guck mal, zwei Welten. Hat der aber in kurzer Zeit hier. Da kommen wir nicht rein. Bin ausgestiegen. Mal umgucken hier. Die haben sich aber Mühe gegeben hier in der kurzen Zeit. Da könnte man drüber springen, ne? Wenn man das mit dem Gate jetzt hier schafft. Ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gibt mit dem Haus. Spontieren. Ja, vielleicht. Was? Die haben hier ein Tor? Stefan, guck mal, wenn man hier mit dem Sieb hinfährt, die auf die Schräge kommen. Ja. Such mal hier. Ach du Scheiße. Der ist an einem. Ach, oh Mann. An diesem Dings ums Hängen geblieben. Ich weiß nicht. Alter Vater. Nee, das war dieses Dach. Seid ihr jetzt tot? Nee, ich bin tot. Ich saß im Auto. 45 noch. Ja, bei mir ist alles weg. Shit. Und naja, alles, mein was Gott. Im Auto ist. Ja, das ist auch weg. Lol, ich bin direkt wieder da. Ich bin I6. Lauf nur einen Berg hoch. Aber wir sind ja natürlich jetzt zu Fuß, natürlich ein bisschen doof. Soll ich ein Auto holen? Alter, die haben das gut gemacht. Ja. Oh Mann, das nervt. Das ist komplett eingebunden. Dieses Dach. Hängen geblieben. Wenn man hier mit dem Auto hinfährt, kommt man bei denen rein. Wir haben da nämlich eine Tür, die offen ist. Ja, da ist der ja gerade versucht reinzufahren, da ist der hängen geblieben, der ist so explodiert, der Wahnsinnige. Gott, ey. Hab ich in meiner Base noch ein Auto? Nee. Ich überlege gerade, wäre ich jetzt mit einem vorbeigekommen. Wo wir Munition immer holen, da steht doch auch immer ein Auto. Marcel, du hast ein Auto, ne? Da haben wir noch einen. Im Dings haben wir auch noch einen, im Parkhaus. Bei uns in unserer Dreierbase? Hey, im Parkhaus, ja natürlich, wir haben doch gerade eben zwei gehabt, wir sind doch, haben wir einen stehen lassen. Ja. Ja, Hauptsache die von anderen benutzen, ne Marcel? Warum? Ich hab ein Polizeiauto. Okay, kannst du ihn holen, wenn du willst. Ein Polizeiauto machen wir nicht viel, Stefan. Du hast doch noch einen drin. Nee, der hat Dominik. Der ist trotzdem da drin. Ja, aber Dominik seiner. Hey, der auch nicht dein. Man könnte diese Base raiden. Ja, ist okay, Marcel. Gespräch schon wieder. Was denn? Was willst du jetzt wieder von mir, Stefan? Der Dominik seiner. Wir teilen nicht immer alle untereinander alles. Diese Aussage meine ich. Dominik seiner. Das ist wieder sinnlos.
Aber ist ja egal, hol einfach den aus der Garage, dann hat man's, dann ist man sehr glücklich und wir haben hier ein Auto. So, süß war jetzt irgendwie wieder. Kommst hier rein, Stefan. Doch, stimmt ja. Schon. Und da, wo du eben warst, in dem Holz, hier kommst du rein. Na, ich bin drin. Wo? Stefan, wo du eben dich hingelegt hast. Auf der anderen Seite, Jacke, genau. Nicht auf die Holzbalken. Hier bin ich drin, ja. Weil Tore zumachen kann man immer. Nein. Doch? Nein. Hab ich doch gerade. Ja, das ist immer als Ground Temple. Ja, dann haben sie keinen Code vergeben. Kann sein. Kommt ihr hier aber hin? Mach die Tür nicht zu jetzt, ne? Ne, das ist das Tor. Ich warte, dass ihr hier rüberkommt. Kommt, dann... Ich weiß nicht wie. Hier, komm mal hier hin. Da, wo die Hütte ist. Wo bei dir? Da, genau, hier ist der. Hier, Deckel hat das. Hier auf die Holzbalken drauf und dann da hochspringen. Da, ist der von hier. Hier hinten. Hier. Bin auf da. Die Holzbalken. Und dann darüber. Dann kannst du hier rechts in die Base rein. Oder? Super. Du kannst auch durchs Haus in die andere Seite, oder? Hier kommst du nur in den Shelter rein, okay? Weiß nicht, ob man auch da reinkommt. Wir haben kein Passwort drin. Oh, mein Shelter, coole Base gebaut. Eine fette Idee. Kommst du jetzt hier rein? Wo ums Haus rum. Wo seid ihr jetzt rein, gerade rein? Außen, ja, quasi. Wir haben quasi das Haus plus ja? ihre Base. Das heißt, brauchen nicht mal eine Matte hinlegen, weil die trotzdem schlafen können. Aber man kommt nicht weiter, ne? Man kommt nur in diesen ersten Shelter und dann ist vorbei. Bring mal eine auf mich auf diese Mauer hier. Auf das Dach. Oder nicht? Dann lassen wir das. Ja, das müsste funktionieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Ah, da, okay, dass sich da einer hinsetzt und dann. Ja. Nein. Ich hab's gesehen. Jetzt schon einer rum drauf? Geht denn der ist wieder runter. Ja, ich bin oben. Ich komm nicht hin. Aber hier ist nichts mehr. Warte mal, hier geht's nicht weiter. Kommt man dann irgendwo hoch? Nee. Hier sind nur okay, dann ist es ja. Nichts. Aber man kann doch von der anderen Seite vom Dach vielleicht sich nochmal boosten. Hier kann man doch hoch. Ne, hier ist das Dach durchgehend. Wie seid ihr hier hochgekommen? Einfach gesprungen? Da drüben meinst du? Ne. Hier, wo ist Stefan gerade eben? Ne, warte mal, da musst du. Weil du kannst da hier, über, da auf den Shelter da drauf. Da sind auch noch Shelter. Ja, hier, da bin ich ja schon. So, da ist nix oder so, da kannst du nirgendwo. Dann nicht, aber man kann sich hier vielleicht nochmal boosten. Ja, das müsste gehen. Nee, komm mal hier hoch, einer. Ich komm. Ja, ich bin da. Ja, Dirk und dein Bock. Naja, dann lauf auf dem Geländer und spring direkt von seinem Kopf nochmal weiter. Einer muss sich hier hinducken. Ja, haben wir ja gerade. Der Dirk hat ja dann gehüpft. Nochmal. Einfach hüpfen, doppelhüpfen. Mit Anlauf, direkt auf den Kopf. Vielleicht schau mal nicht nach oben, sondern dreh dich zu ihm und nach unten schauen. Dirk, der meint dich, ne? Dirk, ja. Umdrehen, genau. Und zu ihm schauen, so. Jetzt musst dann du natürlich direkt auf den Helm springen, oder? Ja, so. Aber ich lande dann im Shelter quasi. Ja, wer ist Jekyll? Du bist ganz rechts an die Wand. Perfekt. Auch. Und jetzt machen wir das gleiche hier nochmal. Warte, ich stelle mich hierher und du springst ich auf meinen oben. Kopf. Ja. Ah, ich war drauf, aber konnte nicht. Oh, es gibt Schaden. Geh auf dir. Vielleicht weiter vor, oder? Oh, ja. Ja, ich bin drauf. Nice, geil. Ich glaube, ich habe dich hochgebackt. Ja, ich glaube auch. Geil. Die Frage, hier sind jede überall runter, aber... Ja, da hinten ist doch ein Turm, rechts. Nicht das ja, gleiche? Guck mal, hier ist ein offener Shelter. Hier ist eine Schlafmatte. Aber da ist wahrscheinlich nichts drin, oder? Hat noch einer was zu trinken, aber ich... Du kannst doch durch den Turm nach unten jetzt. Ja, ich weiß, aber ich habe gerade nur noch 5 HP links und ich habe nicht darauf geachtet, dass ich noch was trinken brauche. Warte, ich stelle mich mal weiter hinten ich an die Wand. Ja, nice, lol. Jetzt könnte man eigentlich mit wenigen IEDs oben alles sprengen. Hier, Stefan, hier können wir auch runterhüpfen, aber die Kältetüren sind zu. Also, was wollt ihr haben hier? 10x308 Schuss. Ja, Empty Bottle, Rebel Zoo, Purified Water, da, Purified Water, ich wollte nur trinken, ey. Das ist mir egal. Ja, bring mal. Aber warte, dann lasse ich
tue ich das Purified Water wieder da rein. Nimmst du das dann raus? Deine Sniper? Ich brauche Sniper. Ist hier jetzt irgendwo eine Tür in dem Shelter? Ich nehme das ganze Trinken mit für uns, ne? Barbecue, hier drüben kann man das übrigens auch machen, ne? Oh, Marcel, guck mal hier. Die Tür kannst du einfach aufmachen. Nein. Auto! Da aber nicht. Ja, aber bringt uns nichts. Okay, hier haben wir den Code. Hier, liegt hier müsste es auch gehen übrigens, ne? Dass man hier drüben runterspringt. Liegt hier eine Batterie? Oder aufs Dach springt. Ja, hier liegt eine Batterie, ne? Aufpassen, ich weiß nicht, ob hier eine ist. Hier ist beides drin. Ja, hier, guck mal, da ist das eine Batterie am Boden? Ja, ja. Da trinkt mich der, ich hab noch nicht getrunken. Der Water, da. Oh, jetzt bin ich auch noch dingsrums, Alter. Müde. Ich will ja Star Trek komplett abfangen. Kann man hier kein Tor aufmachen? Ich sehe nicht mal ein Tor. Wo soll denn hier Tor sein, ne? Da. Wir haben hier... Hier drinnen haben die... muss man einen Code eingeben, aber... Ja. Ja, wir sind schon mal bis hier gekommen. Das ist auch schon gut. Eigentlich müssen wir das Parkplatz und Batterie rausnehmen. Stefan, hast du Platz? Und den wir klauen? Nee, ich hab keinen Platz. Oh. Ich wollte auch. Ich wollte auch, was soll ich denn hier? So, kommt man hier. Hier kommt man doch auch nach unten. Ja, in einem der Löcher war ich schon quasi. Irgendwo hier war auch eine Matratze irgendwo. Das ist geil. Wie so ein Ameisenhaufen. Nach unten. Ich sollte die Decke mal hier hoch, damit. Wollen mal Dirty Water, gib mal alle Buchcollector. Ja, warte, ich muss gerade schlafen. Wollen mal Dirty Water, die haben überall Wasser drin. Auto jetzt hier rauskriegen wird. Kriegen wir da nicht raus. Aber das können wir kaputt schießen. Mich reinholen und ich box es kaputt. Stimmt, du hast ja nichts, ne? Ja, Stefan, guck mal hier. Wir können das aber einfach kaputt schießen. Ist hier? Eigentlich müssen wir hier rüber springen können, oder? Weil wir kommen über den Turm raus. Vier Schuss. Komm mal. Tirelli, willst du mir mal einen Boost geben, dass ich hochkomme? Ja. Könnte ich ja eigentlich auch auf die andere Seite boosten, ne? Ja, wie gesagt, welche andere Seite? Was meinst du? Also da, wo ich euch das Dach hochgeboostet habe, auf die andere Seite, also da... Kommst du da wieder raus? Nee. Ja, ne? Ja, ja, hier ist ein Turm, also... Aber da brauchst du Passwörter für die Shelter? Ja, oder? Ach so, hab ich gar nicht versucht. Ja, gerade eben auch frei. Hier ist Passwort drin. Ja. Achso, die sind nochmal eins weiter. Wir sind schon eins weiter, wo bist du denn jetzt? Am Turm unten. Ich hab die dann nochmal hoch. Da ist eine Tür. So, der Deckel ist da, okay. Ich bin jetzt in dem... auf dem Hausdach. Ja, ich bin leider auch alleine, kommt man nicht weiter. Aber man könnte sich auf der anderen Seite auf dem Dach noch hochboosten halt, ne? Von der mittleren Maus. Da sind ja auch zwei Türme. Nein, nein, auf der anderen Seite, nochmal. Da, wo wir hergekommen sind, also... Ja. Richtung Süden. Ich komme. Da diesmal drüben, also ich booste jemand anders, dann kann der Jacke mal mit rein oder... Eigentlich müssen wir den anderen Stefan auch mal hochboosten, weil eigentlich ist dann drüben eine AWP, die du mitnehmen kannst. Ja, du hast... Dann ist da ein Sniper drin, oder was? Ja. Ich weiß nicht, hier sind mehrere Sachen irgendwie, wo man drankommt. Ja, der hat mich mal rückwärts eben nicht gesehen. Warte, ich geh mal weg, Stefan, sorry. Ja, genau. Ich komm jetzt nicht mal auf dich drauf mehr. Vielleicht packt der Bogen. Nee, keine Ahnung. Ist nicht mal hoch, wenn der kommt. Gehst du ganz links von deiner Seite aus drin? Wie bitte? Gehst du ganz links an der Wand da? Nee, jetzt stehe ich ganz links. So, du bist noch ganz links, okay. Komm nicht drauf, keine Ahnung. Versuch du mal. Aber hier ist höher. Bring aber direkt auf meinen Kopf. War nicht schuld. Cool. Wir hatten gerade das Tor aufgemacht. Ich. Toll. Der fällt aber den hier ab. Komm nicht mehr hoch, keine Ahnung. Der Stefan 2.0 hat, der Stefan 1 hat recht gehabt. Wir waren doch hier rechts schon.
Hier hoch, was kommst du dann auch raus? Das kann ich nicht schon nicht aus dem Ducken raus, was ist hier los? Du musst in die Tür reinlaufen. Weg. Ja, genau. Nein, nicht hoch, ich weiß es nicht. Soll ich mich mal hinsetzen? Obwohl, das bringt ja wahrscheinlich auch nichts. So, vielleicht. Ich glaube, bist du oben? Ich glaube, man darf nicht. Ich glaube, man muss so rumsitzen. Dass man in die andere Richtung guckt. Anz, waren wir hier, wohl schon. Beziehungsweise, wir waren noch nicht ganz oben, stimmt. Hier müssen wir uns hochbauen. Hier ist ein Tor, oder? Oh. Siehst du? Ach, seid ihr oben? Nee, ich sag jetzt auch. Sehen Sie was? Einer stellt sich an die Wand und der andere springt auf ihn drauf. Kriegst du es nicht hin? Oh, jetzt ein. Ja. Ich stell mich einfach mal davor. Hey, mach die Stimme rein, wenn du, du quasi safen kannst, dann kannst du immer noch. Also wenn du. Ah, ich fliege. Soll ich mich hinhocken oder lieber stehen? Ich stehen. Ja, ich bin drin. Ja, sauber. Jekyll, nicht so weit vorgehen. Erst gucken, dass du wieder rauskommst. Ja, mit dem Turm kommt er immer raus. Würde ich jetzt sagen. Oh. Ah, der fragt den Stefan mal. Der hatte meinen Turm, den war so gerade. Ja, der war hartnäckig, da bin ich kaum rausgekommen. Und klar. Ja, der ist ja recht weit weg von da. Und ist da was? Nee, eine Tür mit Code. Ja. Aber sonst kannst du nirgendwo mehr hoch. Doch, da ist nochmal ein Turm auf der anderen Seite, denke ich. Aber da kann ich keinen hochbauen, oder? Ach doch, wir können das nicht. Ja, klar, kannst einfach rüberspringen. Sind Container im Turm vielleicht? Ich hätte mir das runtergefallen. Kein Problem. Will einer versuchen hier hoch? Ist er noch drin, oder? Oh, ich bin jetzt hier in so einem Außenbereich. Oh oh. Hast du da Zugang zum Tor? Die Foundation-Erweiterung? Hey, hier ist ja eine Tür offen. Achso, da ist was drin, aber. Nee, nee. Da hat die Stefan, glaube ich, offen gemacht. Ich habe gerade gesehen. Dann lass sie zumachen. Nicht, dass sie checken, dass wir hier waren. Mach den Wagen kaputt nochmal drüben. Schieß den kaputt. So, hat Stefan einer mal was zu essen? Ja, ich hab. Wie ich hier so rumfliege. Rumglitsche. Brauchst du was, Stefan? Einfach hier oben. Echt lustig. Auf. Ach, sofort, wenn der. Ja, ich versuch jetzt mal zu springen, weil der Stefan muss essen. Aber warte mal, Stefan, ich geb dir was. Da. Der Säckel ist auch schon unten wieder. Ja. Hast du es? Da. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit nach vorne drücken. Okay. Also irgendwie ist meine Energie wahnsinnig schnell weg. Ja, ja mein Bug. Sirelli, wolltest du jetzt den Jeep kaputt hauen? Ja. So, setz dich dann nochmal hin, Jekyll. Ich? Geil, wie ich auf deinem Kopf rumglitsche. Lass mich gleich mal angucken. Dreh dich mal mit dem Gesicht in die andere Richtung quasi. Das war knapp. Genau. Das war nochmal knapp. Verliere irgendwie ein AP. Das ist Marcel nämlich eben direkt. Dich auf deinem Kopf irgendwie, auf der Birne. Bei mir jedenfalls. Ja, versuch's über mich springen, anlaufen und springen. Ja. So. Ja, was wollt ihr jetzt machen? Wir müssen kurz den Wagen kaputt springen. Ja, ansonsten lass mal stehen und wir laufen weiter oder so. Oder ich. Ja, ich höre auch dafür, lass mal sein, dann. Ja, scheiß drauf, laufen wir weiter. Warum wir denn den Wagen stehen überhaupt? Der ist doch explodiert mit mir. Ich wollte den hier unter dem Dach parken. Dann ist der, glaube ich, mit dem Reifen an dieser Stange hängen geblieben. Hier, Bubakas Truckstop könnte da könnte ein Jeep spawnen und. Ich glaube, E3 müssen wir laufen. Da sind bestimmt Autos. Warte mal, haben wir Sparkles und Batterie dabei? Weil die müssen wir aus dem Auto. Ich glaube, ich habe da noch welche bei mir. Sparkles haben in dem Auto da oben waren welche drin. Parkplatz habe ich, aber ich habe keine Batterie. Ja, dann müssen wir zu dem Auto da oben nochmal. Also ich laufe mal weiter nach E3. Hoch. Nee, wir müssen alle dahin, wir wollen nicht kurz. Hochboosten. Hochboosten, wir wollen wir brauchen nur einer. Ja, eben. Wir also zwei hoch. Stimmt. Ja. Ja, ich sitze hier. Ich glaube, ich mache mal Respawn. Ja. Oh. Ich suche jetzt einfach mal einen Jeep. Der muss ja irgendwo gestanden haben.
Tastatur wieder auf Deutsch umstellen. Haben nervt. Die. Das nervt richtig. Decker, kommst du? Wohin? Ja, machen wir da hoch. Wir müssen dann nochmal hoch die Batterie rausholen, sonst können wir kein Auto holen. Bist du hoch, Stefan? Ja, bin unterwegs. Ich bin oben, ja. Ja, sauber. Hast du noch Platz, Stefan? Ja, ja. Okay. Obwohl nicht viel, ne? Also ich hab genug Platz. Ja, ich hab auch genug. Wir brauchen Batterie, ne? Ja, Batterie. Sparkles hab ich. Ich hatte so viel Munition dabei. 30 Eier Munition. Kannst du das hier aufheben, Marcel? Ja, warte, ich... Steht hier auf dem Links. In die Curveball? Ey, nee, warte. Oben auf dem, oben drauf. Auf dem Vordach. Ey, kann ich glaube ich nicht, wenn... Marcel, geh mal noch einen Schritt auf mich zu. Ja, stopp. Einen auf dich? Okay. Ja. Anlauf nehmen, ne? Also, ah, so, da. Stefan, die kann ich aufheben, klar. Okay, hock du dich mal dahin. Da hock ich mal ein bisschen mehr nach links, bitte. Ich hab die aufgehoben, Stefan, ne? Was denn? Mal, ja, die Sachen, die du hingelegt hast. Versuch du mal, Digga. Das liegt doch noch hier. Hab ich aufgehoben. Achso, nee, da jetzt ist es. Oh, ich verdurste gerade. Achso, was zu trinken, sonst hab ich. Ja, ich hab schon. Hock dich währenddessen mal dahin, dann versuche ich das weiter. Okay. Nein, du musst ganz nah dran gehen, so nah du kannst. Nicht nach oben gucken. Ich glaube, das ist eigentlich egal, oder? Weiß nicht. Bin nicht hochgesprungen. Geh mal ganz rechts an die Ecke, bitte, Jacke. Soweit es geht. Ja. Jetzt hätte ich gerade einen Bug, dass ich außerhalb der Welt war. So. Hier hinkommen. So, ich war fast oben. Kann ich nur um Tage handeln. Ich habe mich kaputt, wenn unten im Bubakas Truckstop nicht auch eine Batterie gibt. Ecke, willst du noch versuchen? Nur zweimal springen, schnell. Also, eben hast du das gleiche Problem auch, dass du nicht mehr reinkommst. Das, vielleicht ist das einfach ein bisschen buggy. Ich suche jetzt ein Auto. Ich glaube, das dauert gar nicht so lang. Ja, ich denke auch, wir könnten eigentlich weitergehen. Auch eine Batterie. Wie willst du, wenn da jetzt Batterie fehlt, was machst du dann? Jetzt halt, ich bin oben. Ja, sauber. Es gibt eigentlich überall nahegelegene Garagen, wo man die holen kann. Nicht bewegen. Hey. Anlauf! Ja! Drüben? Ey! Ah! Geh ich mal einen Millimeter von der Wand weg? Nicht so weit, vielleicht. Aber auch nur einen Millimeter. Ah ne, ich falle hinten durch. Stell dich wieder an die Wand. Ich komm schon da jetzt nicht mehr hoch. Das ist direkt beim ersten Mal geschafft. Wahrscheinlich lockt sich jetzt irgendein Spieler ein und natzt uns alle weg. Geh auf dir, aber ich komm nicht hoch. Wäre geil, wenn der durch irgendeinen Spalt eine IED legt, die dann anzündet. Eine Stelle, die irgendwie was tiefer ist, ne? Ah, ich bin bei E7, ich lauf mal gerade nach Cranberry rein, da. Nach Pleasant Valley. Da könnte jetzt der Polizeiwagen stehen.
Ich sehe da nicht noch ein Sieb in der in Dingsum drin. Ja, Sitz. Kann auch sein. Der Base. Ja. Haben wir nicht noch ein Base? Vielleicht, ja. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich stehe genau auf dem, aber. Vielleicht das Brett, was da auch. Komm mal hier hin, wo es nicht so weit das Brett raushängt. Da. Vielleicht ist das das. Das gibt's doch nicht, dass meine Energie so krass schnell. Du hast einen Energiebug, dann musst du da reloggen quasi. Aber krass, dass sie den immer noch nicht rausgebracht haben. Rausgepatcht. Komm da nicht mehr hoch. Soll ich mal probieren? Ja, ja, mach du mal. Ihr euch da hüpfen, ich bin genau unter euch. Hey, wieso rutschen hier hin und her? Siehst du auf mir, ja, ne? Ja, irgendwie. Ecke, du musst Anlauf nehmen, springen. Oh, da bin ich jetzt gerade verletzt. Ja, bin ich auch, aber das ist nicht so schlimm. AP oder so. Geh mal nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ich glaube, das ist zu viel. Oh, der Badezimmer war eine Flasche, was? Nee, geht nicht. Doch scheißen und laufen oder was? Ja. Stell dich mal nochmal dahin, aber so wie ich, dass du ein bisschen von der Wand weg bist, aber nicht zu viel. Ja, und vielleicht da, wo das Brett nicht so weit rausguckt. Ja. Lol, wie schon wieder 10 nach 8 ist. Gibt's doch gar nicht. Hey, komm, wir laufen weiter, das bringt's. Ja, auf geht's. Kein Bock mehr. Nee, ich muss mich jetzt dann eh auslocken. Das ist gerade die Frage. Echt? Ja. Ja, guck mal, wo bist du? Wenn wir da, wo wir hochspringen, das erste Mal eine Holze, aber wenn du einfach da rechts runter, das kommst du zur Base von G5, ne? Ja, ja, genau. Da laufe ich jetzt hin. Na, dann könnt ihr noch weiter looten. Ja, wo wollen wir hin? Ah, ich werde arg getroffen. Ich lock mich auch aus. Einfach hier oder laufen wir dann zur Base? Ich lauf schnell zur Base. Lock mich hier. Lauf mit zur Base. Wo bist du, Ecke? Ich sehe dich. Noch im Wald. Ja, bleib mal stehen, wenn du bist. Stopp. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, dann beende ich aber einfach die Aufnahme hier, weil das ist jetzt eh langweilig, das Heimlaufen. War natürlich wieder lustig mit euch und ja, schauen wir mal, wie es die Woche weitergeht. Ja, in 2 Tagen ist Server Vibe. Vielleicht lassen wir noch am Ende nochmal eine Party machen. Ja? Also, jo. Bis dann. Servus. Ciao.